Shalom Aleichem. Guten Morgen. Wir lernen weiter 613 Mitzvot von die Torah. Tariag Mitzvot. Heute Mitzvah 138. Mitzvot Hakravat Korban Chatat Kedinea. Das Gebot, das Opfern, Sündenopfer nach ihren Regeln. Wir werden in unserer kurzen Zeit nur die, wie man sagt, Stichpunkte, die Idee von diesem Korban Chatat. Es gibt zwei Kategorien von Korban Chatat. Das, was man opfert drinnen und das, was man opfert draußen. Also man kann das opfern drinnen oder draußen. Eine heißt Pnimit. Pnimit bedeutet drinnen, in dem Heiligen. Chitzonit bedeutet draußen. Zwei, es gibt von Individuellen, von Einzelpersonen und es gibt von Publikum, von Gesellschaft, von Universelle, von Großhandel, von einer Gemeinde, von dem ganzen Volk. Drei, ob es ist Geflügel oder Tiere. Also ich wiederhole die drei Regeln. Drinnen oder draußen, einzelne Person oder die ganze Gemeinde, drei Geflügel oder Tiere. Drinnen oder draußen, es ist klar, je mehr es drinnen, die Sünde war größer und es wird nicht gegessen. Wenn es ist draußen, die Sünde war nicht so schlimm und es ist auch verzehrbar, das kann man essen. Publikum oder Individuelle, zeigt auch Routine, Feiertage und so weiter, wenn die ganze Gemeinde hat einen Fehler gemacht. Und Geflügel oder Tiere, auch gemäß dem finanziellen Zustand, die wie viel Geld, Reiche oder Arme. Gut, und so sagt die Torah im dritten Buch Mosche, in Vayikra, Kapitel 6, und die ganze Gesetze von Chatat, von Sündenopfer, beginnt bei Pasuk 18. Soll man das essen in einem heiligen Ort, in dem Chatzar Oel Moed, also soll man das hier essen, in diesem Ort und nicht draußen. Und nur die männliche Badikohanim soll man essen. Und alles, was hat man gebracht hier, aber das kommen wir bald, weil das ist schon die nächste Mitzvah. Hier geht es nur um den Opfer. Von dem Mitzvah, was soll man machen? Es gibt 36 verschiedene Sünden, Chataim oder Vergehen oder Regeln, soll man nicht machen. Und wenn einer davon gemacht, zum Beispiel Schabbat zu stören, ausversehen, muss der Mensch bringen eine Sündenopfer, soll ein bisschen wehtun in der Tasche. Und damit soll er bringen eine Kapara, eine Versöhnung auf das, was er hat gemacht. Dann hat man das getan. Zuerst geht man auf dem Tier, legt man die Hände, das nennt man Smicha, legen die Hände auf dem Kopf von dem Tier und macht man Vidui. Vidui ist Sündenbekenntnis oder Vidui ist sozusagen, ich mag nicht das Wort, aber so ein bisschen beichten. Also man beichtet nicht bei Menschen, man beichtet nur bei Hashem, aber man macht das an dem Tier. Und man überlegt, man macht so Simulation im Kopf, das, was passiert jetzt dem Tier, das konnte mir passieren. Und danach, nach dem Hände- und Sündebekenntnis, kommt dem Schächten. Danach gibt es drei Prozesse mit dem Blut. Man nimmt das, man spritzt das, man bringt das. Und da bleibt Reste, die man beiseite legt. Und da gibt Innereien, Imuraim, also Chele, verschiedene Talg. Und zum Schluss, nachdem hat man dem Fleisch alles getrennt, gibt es auch noch was zu essen, wenn das ist so eine Korban, die wird geopfert hier, draußen, hier. Also wenn es wurde hier geopfert, in diesem Misberg, in diesem Altar, da darf man davon essen. Also sehen wir, das steht geschrieben, dass alle, die bringen diesen Korban, und interessant, und das ist mir sehr, sehr schwer zu übersetzen oder zu erklären, Chet ist nicht nur Sünde. Chet ist auch eine Chitui, eine Desinfizieren, also eine Reinigung, ein Prozess von
Reinigung. Und diese Reinigung ist eine wichtige Sache. Und Hashem gibt die Kohanim genau die Regeln zu wissen, was zu tun und wie zu machen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass alle Kohanim, alle Priester, haben gemacht 5 Jahre Bildung, weil die Gesetze, die Regeln von dem Korbanot sind sehr schwer, sehr kompliziert und sehr genau. Jeden Fehler in Korban kann kosten Hashems Unzufriedenheit. Und die Kohanim mussten achten, auf ihren Körper rein zu sein, auf ihre Kleider, auf ihre Andacht. Sie haben das immer gemacht mit Seriosität und mit Anständigkeit, die Sache zu machen. Und das heißt Korban Chatat. Es ist eine Mitzwa, zu bringen eine Sündenopfer, wie gesagt, in diesen 3 Kategorien und in diesen Prozessmaß, was man getan. Shkoyach.